Die Auswahl des richtigen Wickgerätes, das ist das Thema in diesem Video. Als erstes muss man wissen, was macht ein Wickgerät aus. Zum Beispiel im Vergleich zu einem E-Handgerät hat das Wickgerät eine eingebaute HF-Zündung zum berührungslosen Zünden und ein Gasventil. Das richtige Wickgerät wird nach der jeweiligen Anwendung ausgewählt. Zum Beispiel Schweißesticke oder dünne Bleche oder zum Beispiel das Material. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich normalen Stahl oder Edelstahl schweiße, reicht mir ein ganz normales DC-Gerät. Schweiße ich aber zum Beispiel Aluminium, sollte man ein AC-Gerät verwenden. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Typen von Wickgeräten. Zum Beispiel die Picotic 200 DC. Das ist ein super Gerät für den Baustelleneinsatz, aber diese gibt es nur gasgekühlt. Möchte man etwas mehr Leistung haben und braucht einen wassergekühlten Brenner, falls man mal länger schweißen möchte, dann kann man zum Beispiel eine Tetrix 230 oder 300 nutzen, die man sowohl gasgekühlt oder modular mit einem Wasserkühler verwenden kann. Aber trotzdem sind wir sehr komfortabel unterwegs und können sie zu irgendwelchen Baustelleneinsätzen tragen. Schweißt ihr dickere oder größere Bauteile, wo ihr mehr Leistung braucht, mit einer hohen Einschaltdauer, dann seid ihr mit einer fahrbaren Tetrix bestens ausgerüstet. Diese gibt es angefangen bei 350 Ampere, über 450 bis hoch zu 550 Ampere. Ein weiterer Punkt ist die Auswahl der richtigen Steuerung. Was für eine Steuerung möchtet ihr haben? Zum Beispiel die Comfort, wo ihr alle Funktionen fürs Wickschweißen drin habt. Oder die Smart ist ähnlich wie die Comfort-Steuerung, aber hat etwas weniger Funktionen. Oder wie gesagt die Picotic mit ganz einfacher Bedienung und auch sehr gut geeignet für den Privatbereich. Mit diesen Tipps werdet ihr das richtige Wickschweißgerät für eure Anwendung finden.